Euer Pandi ist wieder da. Und zwar haben wir uns im letzten Part des Redstone-Kreislaufschiffes angeguckt. Ja, die Panoramaebene haben wir uns angeschaut. Und das war es eigentlich auch schon. Der Part war nicht allzu lang, glaube ich mal. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns heute mal weiter die Schleuse an. Und den Unterwasserbereich. Wir befinden uns schon im Unterwasserbereich, da ich eigentlich schon aufnehmen war. Und die Schleuse gezeigt habe. Und dann hat mein Aufnahmeprogramm gesagt, nö, kein Bock mehr. Haben wir mal keine Lust mehr, ne? Naja. Ich werde euch die Schleuse noch von Anfang an zeigen. Ich hole jetzt mal weg. Ja, also wir waren im Panoramadeck. Das ist die Schleuse. Unterwasserwelt im Kreuzfahrtschiff heißt es hier, Eingang durch die Schleuse. Wenn die Türen zu wären, könnte man hier drüber Schleuse aktivieren. Machen wir es mal ganz kurz, damit ihr es auch seht, dass alles funktioniert. Außerdem werden wir uns nicht nur die Schleuse angucken, das wäre ein viel zu kurzer Part 4. Wir gucken uns auch noch weitere Sachen an. Und ja, jetzt ist Schleuse aktivieren, dann senkt sich das Wasser ab in der Schleuse. Können reingehen, können den Notenblock anklicken, die Türen schließen sich, es wird geflutet und wir können rausschwimmen. Wir bekommen Meereskraft die ganze Zeit. Full haben wir. Solange wir unter Wasser sind, haben wir Full Meereskraft. Also das heißt Meereskraft, wir verlieren keine Herzen, wenn wir jetzt im Survival wären oder so. Ja, wir haben hier einen schönen Tempel, in dem man reintauchen kann mit Lavakugel. Oha. Viel Seegras, viel Fischis. Ich wollte schon gerade Krokodile, Schildkröten, Delfine. Ja, kann man hier auch ausschwimmen. Dann ist man hier oben, wo wir im letzten Paar stehen geblieben sind, ungefähr. Das fand ich war auf jeden Fall ganz nice. Und das war auf jeden Fall die Schleuse. Die muss man gesehen haben, weil ich finde, die ist schon sehr cool von den Sachen her, was da so jetzt ist. Können wir den roten Block anklicken. Wir werden wieder abgesenkt. Und ja, können rausgehen. Was haben wir hier? Wir haben, bitte zur Show anstellen. Zur Show bitte anstellen. Laser- und Feuerwerksshow öffnet zum Abend. Durchgehen. Ist Abend. Es ist zwar kein Abend, aber okay. Okay, jetzt wird der Timer gestartet. Wir machen es mal ganz kurz. Time set night, damit wir das bei Nacht genießen können. Und wir können jetzt mal gucken. Ah, das ist bestimmt der Timer. Und dann geht es los. Genießt die Show. Übrigens, schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr gern hättet, dass ich noch Musik in die Videos reinbringe. Gerne. Wenn ja, würde ich von Monster Cat welche holen. Gucken wir mal. Sehr schön. Hm, das ist cool. Hm. Nein, auf jeden Fall. Also hört man nicht, ich habe erstens meine Toneffekte nicht an. Zweitens habe ich auch Aufnahme vom Systemsound nicht eingestellt, ja. Sehr schön. Ja, ich finde das auch angemessen. Passt. Also das Feuerwerk ist schön, geht auch schön lang. Und jetzt, glaube ich, neigt sich dem Ende zu. Warten wir noch ganz kurz, bis es aus ist. Freue dich auf jeden Fall schon mal auf Part 6. Der wird morgen kommen. Oder übermorgen, weiß ich noch nicht. Und dann werden wir uns auf jeden Fall, das wird eine Premiere geben. Und dann werden wir uns mal die ganzen Techniken und alles Mögliche anschauen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Vielleicht auch ein Livestream, ich weiß es noch nicht. So, gut, dann war das die Schleuse. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier zurück. Und gehen wir hier runter, weil von da oben kamen wir im letzten Part. Und natürlich, wir sind faul, Ralltreppe. Zandria. Preis ein Emerald. Fütterung immer nachmittags. Naja. Ja, wir haben keine Lust zu warten. Also legen wir mein Emerald rein. Ich frage mich nur, wo die Ocelots sind. Ja, da oben droppen die Hühner. Nur wo sind die Ocelots? Hm. Ah, ja, gut. Und das Fleisch wird bestimmt wiederverwertet.
Komm schon, lass mich doch mal springen. Ja. Und wir sind wieder in der Schiffslobby angekommen. Was gibt's noch in der Schiffslobby? Wir haben hier noch das Restaurant Il Mare. Das werden wir uns im 5. Part angucken. Da haben wir noch einen Gang zum Außenbereich. Kein Durchgang. Glücksvitrine. Mhm. Je länger du wartest, desto mehr gibt's. Ich werde mal einfach mal ein Emerald reinwerfen und die 59 anderen will ich aber zurück. Ich kriege eine Vitrine und krieg 2 Nautilus Shells. Ah. Ja. Okay. Hier geht's dann nochmal in den Außenbereich rein. Wir können uns das Ganze hier nochmal von außen anschauen. Und wir sehen, wie riesengroß das ist. Wahnsinn. Sowas könnte ich auf jeden Fall nicht bauen. Also, top. Ja, dann wäre das. Und ich glaube, wir schauen uns doch das Restaurant Il Mare an. Denn im nächsten Part gucken wir uns die Crewbereiche an. Restaurant Il Mare. Zum Speisesaal. Der sieht schick aus. Oh. Bordrestaurant Il Mare. Zur Bestellung. Tagesmenü. Ändert sich das auch bitte? Time Set. Night. Jetzt geht's unter und dann Time Set Day. Und zack, wir haben wieder Tag. Und jetzt sollte ein neues Menü erstellt werden. Wir haben Hammelfleisch, Apfel und Karotte. Slash Time Set Night. Jetzt warten wir mal ganz kurz, bis es Nacht ist. Jetzt wird es eingesaugt. Und Time Set. Komme ich denn aufs Schwarz? Und da ist nochmal dasselbe, aber ich glaube, das wurde einfach nur wegen dem 5-Minuten-Timer eingesaugt. Weil. Ansonsten wäre es ja Essensverschwendung, ne? Okay, und dann ist eigentlich der Tag. Hat's eingesagt? Ich weiß nicht, vielleicht muss es auch ein kompletter Tag vorbei sein, damit der Daylight 9 Sensor oder so reagiert. Ich weiß es nicht. Naja, nicht schlimm, nichtsdestotrotz gehen wir weiter. Wir haben ein Menü unserer täglichen 3-Gänge-Menüs. Fleischmenü, das Fischmenü und das vegane Menü. Wurde es geändert? Nee. Und dann bestimmt das Tagesmenü, oder? Auswahl zurücksetzen. Ja, hier das Tagesmenü. Wir servieren das im Eingang ausgestellte Menü täglich neu. Dann haben wir das Fleischmenü, Fischmenü und das vegane Menü. Ich nehme jetzt heute mal das Fleischmenü. 2 Emeraldes oder ein. Wir haben Essensgutscheine noch. Nehme ich jetzt mal einen. Zack, Gutschein für Essen. Zack, und dann sollten wir durchgehen können. Zack. Ja, warum ich jetzt bin ich. Ah, das ist unser Essen, ne? Ja, ja. Dann suchen wir jetzt mal einen schönen Tisch aus direkt vor der Bühne, oder? Ne, wir machen es in Minecraft schwer. Wir setzen es ganz hinten hin. Ganz hinten. Zack. Und drücken den Knopf. Drücken den Knopf. Zack. Alle Lichter gehen aus. Mhm. Und unser Essen sollte jetzt hinkommen. Ja, hat geklappt. Wunderbar. Und hier haben wir das Kaninchen-Ragout, das Fleisch und unser Brot. Natürlich immer Wasser, glaube ich. Weitere Gemälde finden Sie im Frühstückssaal. Pointer von KZ-Stand. Ah. RGB von KZ, da stand. Skulk on Fire. Pointer. Gut, dann können wir hier wieder rausgehen.
und sind unten. Und ich glaube, wir haben uns den Frühstückssaal noch gar nicht angeschaut. Den gibt es, wenn man aufsteht, kann man halt in den Frühstückssaal gehen. Ja, der ist hier vorne. Auch direkt das Schiffslobby verbunden. Und natürlich laufen wir nicht. Wir fahren. Hallo! Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ist der einfach um mich losgefahren? Uiuiui. Okay, Frühstückssaal und die Schiffslobby. Wir haben den Frühstückssaal. Frühstückssaal öffnet jeden Minecraft-Morgen. Mhm. Als Brot kommt direkt nach. Ja, nice. Überprüfen jetzt mal alles. Hähnchen, perfekt. Cookies, nice. Und Melone, nice. Und dann ist der Müller mal gefragt. Ausgang Speisesaal. Und dann gucken wir mal, schließt ihr? Time set. Nun. Komm, bitte funktioniert der. Time set. Time set. Nein, da sollte er doch schließen. Komm, Frühstücksbuffet schließ. Ja, sehr schön. Sehr schön, wie das von oben kommt. Und dann sollte es bei Time Set Day öffnen. Ich dauert das ein bisschen. Das ist aber nicht schlimm. Wir haben ja gesehen, es funktioniert auf jeden Fall, dass es zugeht. Und ja, perfekt, es funktioniert. Speisen werden sofort aufgetischt. Prima, funktioniert alles Siegel. Gut, dann war das das. Und dann würde ich sagen, das war es dann auch schon mit dem vierten Part. Die Parts gingen jetzt nicht so lang, aber im fünften Part gucken wir uns auf jeden Fall die Crewbereiche an. Was wir uns jetzt noch angucken, ist die Krankenstation. Und dann, nee, das Notausgangssystem machen wir auch im fünften Part. Haben wir hier die Krankenstation. Haben wir auch Tränke? Ja, Trank der Stärke, sanften Falls. Nice, hier können wir uns dann hinlegen. Aber es ist der Tag. Dann haben wir hier einen Schreibtisch. Ein Brauchstand und ein Doppelwaschbecken. Die haben wir, das ist auch angeschlossen. Ah, das Notausgangssystem. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier in der Schiffslobby von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann würde ich sagen schon, dann würde ich sagen, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Buddies, ciao, Leute.